Seit über 1000 Jahren tobt im Vatikan der Kampf um die Deutung der Welt. Ein Kampf um richtiges und falsches Wissen. Der Journalist Wolf von Lojewski führt uns durch ein dunkles, noch unbekanntes Kapitel der katholischen Kirche. In den Archiven des Vatikan schlummert sein größtes Geheimnis: die Gutachten und Urteile der Inquisition. Mit unserem Kamerateam haben wir Zugang zu den Dokumenten dieser düsteren Zeit. Es ist Professor Hubert Wolf, der diese Akten für uns erstmalig öffnen darf. Bücher, die wir nicht lesen, Filme, die wir nicht sehen, Gedanken, die wir nicht denken dürfen. Was reizt die Neugier des Journalisten mehr? Ich mache mich mit Ihnen auf die Suche nach verbotenen Büchern, den Büchern auf der schwarzen Liste des Vatikan. Ein Streitgespräch über 400 Jahre Menschheitsgeschichte kann beginnen. Was erklärt uns die Welt? Sind es die Naturwissenschaften oder ist es die Bibel? Wer bestimmt, was richtig oder falsch ist? Eine Waffe des Vatikans im Kampf um die Wahrheit, um rechtes und schädliches Wissen, um das Wissensmonopol der Kirche, war die Zensur. Nicht weit vom Vatikan, mitten in der ewigen Stadt, hat alles angefangen. Unsere Suche beginnt hier, in der Bibliotheca Casa Natense. Hier wurde im Namen des Papstes zensiert. Hier tagte die Heilige Indexkongregation. Über Jahrhunderte bestimmen hier in diesen Räumen die vatikanischen Zensoren, was gut und böse ist, welches Wissen gefährlich ist und warum. Nun also zu den Ängsten des Vatikan. Was macht denn Bücher so gefährlich? Wie lautete der Auftrag an den Zensor? Welche Bücher wurden verboten und warum? Wir sind hier verabredet mit dem katholischen Historiker Hubert Wolf. Er soll unser Experte sein. Er kennt sich hier aus. Ich bin evangelisch. Mag sein, dass er es nicht ganz leicht mit mir hat. Herr Professor Wolf, wie lang ist die schwarze Liste? Tausende von Autorennamen stehen drauf. Martin Luther, Zwingli, Calvin sowieso, Erasmus von Rotterdam. Aber natürlich auch ein Papst wie Pius II. Oder der König von Preußen, Friedrich II. Immanuel Kant, Lessing, Heine, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Womit wollen wir eigentlich anfangen? Fangen wir doch mit einem einfachen Müller an, der las und las, bis sich der Zensor Sorge um seine Seele machte. Ein friedliches Dorf im Friaul, im Norden Italiens. Hier lebt Domenico Scandella, genannt Menocchio. Ein einfacher Müller, der jedoch lesen kann, für seine Zeit sehr ungewöhnlich. Er liest alles, was er in die Finger bekommt. Das ist nicht viel um das Jahr 1600. Doch Menocchio liest und liest und denkt sich sein eigenes Weltbild, so ganz anders, als es in der Bibel steht. Für ihn ist klar, die Luft ist Gott. Also ist Gott nichts anderes als ein wenig Atem und was der Mensch sich einbildet. Das behält er nicht für sich. Menocchio nutzt jede Gelegenheit, seine eigenen Theorien unters Volk zu bringen.
und erzählt, so wie aus Milch Käse entsteht, entsteht unsere Welt aus Erde, Wasser, Luft und Feuer, wenn man nur lange genug rührt. Und wie die Würmer im Käse auftauchen, so tauchen auch die Engel im Himmel auf. Das bleibt der Kirche nicht verborgen. Ein Inquisitor untersucht den Fall. Menocchio wird über Jahre verhört. Schließlich verlangt der Papst des Müllers Tod. Mit all seinen Büchern landet er auf dem Scheiterhaufen. Ein Ketzer weniger. Für die Kirche eine Bedrohung weniger. Doch Bücher wird es weitergeben. Herr Wolf, ein Müller liest, ein Müller macht sich seine Gedanken und ein Papst schlägt zu. Warum? Die Kirche sagt, wir haben einen Anspruch darauf, dass wir das Wissen kontrollieren. Und jetzt ist ja das Entscheidende, wenn der Müller so liest, wie er liest, ohne Anleitung, ja? Und wenn wir ihn 10 Jahre lang ermahnen, er soll doch bitte unserer Anleitung folgen, ja? Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als reinzuschlagen. Ja, aus heutiger Sicht kann man es einfach nicht verstehen. Man geht davon aus, dass Bücher dazu da sind, damit Menschen sie lesen. Und was dann in ihren Köpfen passiert, wenn sie das lesen, das ist etwas sehr Persönliches. Das können sie sicher auch mit Gott ausmachen. Aber wenn mir da ein Bischof oder Papst dazwischen kommt, das halte ich eben nicht für verständlich. Gut, weil Sie natürlich ein Mensch sind, der so wie ich die Aufklärung hinter sich hat. Ja, weil Sie natürlich, ein Mensch sind, ja. der Ihren Glauben verbindet mit der aufgeklärten Tradition des Abendlandes. Aber hier, er, nicht wahr? Also Clemens der VIII. Meiner Meinung nach also zu hart zugeschlagen. Er schlägt zu, weil sich dieser Müller des Wissens bedient. Eines Wissens, das die Kirche nicht mehr kontrollieren kann. Die Kirche sieht sich allein zuständig für die Frage nach dem Heil, der ewigen Erlösung der Menschen. Und der Müller, der macht aus diesen Büchern, die er liest, eine neue Schöpfung, einen neuen Schöpfungsbericht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der liebe Gott, wenn er diese Theorie von unserem Müller hört, höchst amüsiert wäre. Das können Sie als protestantischer Christ tun. Als Historiker ist mir diese Ebene nicht zugänglich. Als Protestant haben wir natürlich einen direkteren Zugang zu Gott und wissen von daher, wann er amüsiert ist und wann nicht. Sie wissen es. Ich weiß es. Dann schweige ich. Ja, gut. Bücher beflügeln die eigenen Gedanken. Sie ermöglichen es jedem Einzelnen, sich eine Meinung zu bilden. Und eine eigene Meinung ist in der Kirche dieser Zeit unerwünscht. Sie kann ihr gefährlich werden. Im 15. Jahrhundert wird Europa durch eine Erfindung revolutioniert. Das Monopol des Vatikan, die Welt zu erklären, gerät nun ins Wanken. Früher wurden Bücher in Schreibstuben aufwendig hergestellt. Und die Abschrift nur eines einzigen Buches dauerte Monate. Für die meisten Menschen waren Bücher damit unerschwinglich. Bis in Mainz ein gewisser Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, den mechanischen Buchdruck erfindet. Was früher noch fast ein Jahr dauerte und teuer war, kann man sich jetzt plötzlich leisten. Eine großflächige Alphabetisierung des einfachen Volkes setzt ein. Es ist das Jahr 1450. Eine Medienrevolution nimmt ihren Anfang. Eine simple und doch geniale Erfindung verbreitet sich rasend schnell in Europa. Und wie reagiert die Kirche? Die Kirche nimmt das natürlich ganz genau wahr. Und auf dem 5. Laterankonzil 1515 hat man sich ausdrücklich mit dem Thema Buchdruck beschäftigt. Ich zitiere mal. Gewiss kann man sich durch Bücherlesen ohne Schwierigkeiten wissenschaftliche Bildung erwerben. Und die Buchdruckkunst
die gerade in unseren Zeiten mit Gottes Hilfe erfunden wurde, hat den Sterblichen vielerlei Vorteile gebracht, da nun mit wenig Aufwand eine riesige Anzahl von Büchern zur Verfügung steht. Also ein Gottesgeschenk. Aber das ist nur die eine Seite. Mhm. Es gibt Drucker, die aus Gründen des Kommerzes schlimme Sachen auf den Markt werfen. Nun kam uns aber die Klage zu Ohren, dass einige Druckermeister Bücher in der Volkssprache herausgeben. Diese enthalten Irrtümer und gefährliche Lehren. Wir haben es daher als unsere Pflicht erachtet, beim Buchdruck dafür Sorge zu tragen, dass nicht zusammen mit der guten Saat auch Dornengestrüpp aufwachse oder der Arznei Gift beigemischt werde. Also Beginn der Zensur. Teufelswerk. Gottesgeschenk, Teufelswerk. Ich meine, die Situation haben wir ja bei jeder Erfindung. Internet, Computer, in Sekundenschnelle gehen Informationen um die Welt. Trotzdem natürlich auch viel Unsinn. Einer, der von diesem neuen Medium besonders profitiert, ist Martin Luther. Er fordert eine grundlegende Reform der ganzen Kirche an Haupt und Gliedern. Seine Anklage gegen Papst Leo X. wird 100.000-fach gedruckt. Es ist eine Anklage gegen dessen Prunksucht und gegen den Ablasshandel, den lukrativen Handel mit Sünden. Denn wer zahlt, dem wird vergeben. Das meiste Geld fließt in den Bau des Petersdoms. Es ist aber auch eine Anklage gegen den Vatikan, der für sich allein beansprucht, das Wort Gottes zu deuten. Jetzt kommen wir zu Martin Luther. Das ist der Mann, der die Kraft und die Macht des neuen Mediums als erster erkannte und nutzte. Normalerweise müsste man ja, wenn jemand abweichende Gedanken, theologisch abweichende Gedanken formuliert, müsste man zuschlagen, den müsste man sofort aus dem Verkehr ziehen, wenn man sich in den damaligen Papst reindenkt. Man müsste sagen, das ist eine andere Position als unsere, die funktioniert nicht. Die Jungs waren zu weich damals. Ja, sie haben es laufen lassen. 4 Jahre lang haben sich etwa 500.000 Lutherschriften in Deutschland verbreitet. Das muss man sich mal vorstellen. Fast jeder, der lesen konnte, hat eine Lutherschrift gelesen, sagen uns die neueren Statistiken. Damit waren Luthers Gedanken da. Wenn sie jetzt Luther aus dem Verkehr ziehen, ist er viel zu spät. Man hat in Rom nicht verstanden, was man mit diesem neuen Medium machen kann. Man hat nicht verstanden, dass es letztlich gar nicht mehr auf den Prediger ankommt, auf die Person, auf das Charisma des Predigers, sondern dass das Medium die Gedanken des Predigers weiter transportiert, selbst wenn es den Prediger gar nicht mehr gäbe. Und eine zweite Stärke Martin Luthers war ja, dass er sich auf seine Sprache stützte. Er war ja auch sprachgewaltig. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Ich wünschte mir, dass mehr deutsche Männer und Frauen in bestimmten kritischen Situationen so gesprochen hätten. Und er hat dann auf Deutsch publiziert. Er hat verstanden dann, dass man, wenn man dieses Medium nutzt, natürlich den Empfänger im Blick haben muss. Man muss dem Volk aufs Maul schauen. Wer Medien politisch agiert, der muss eben auch den Empfänger im Blick haben. Und das hat er. Und es dauert bis 1541, wo die Hardliner an der Kurie sich durchsetzen und sagen, jetzt ist definitiv Schluss. Jetzt verbieten wir alles. Jetzt kontrollieren wir Bücher. Weil Bücher, alle Bücher, sind das gefährlichste Medium der protestantischen Häresie. Wer ein solches Buch in die Hand nimmt, der steckt sich an, jetzt in der Sprache der Zeit, mit der protestantischen Pest und wird krank. Ein Unwetter zieht auf und erschüttert Europa. Die Lutherbibel wird ein Bestseller. Ein Buch verändert die Welt. Die Spaltung der Kirche steht bevor. So, und während es in der Kirche drunter und drüber geht, weitet sich der Horizont. Die Abenteurer und Entdecker sind unterwegs. Die Kirche will es noch nicht wahrhaben, aber Gottes Schöpfung ist viel, viel größer. Noch interessiert sich der Vatikan wenig für die neue Welt, denn die drängenden Probleme liegen in Europa.
In Rom besteigt Paul III. Den päpstlichen Thron. Luther nennt ihn eine genusssüchtige Sau. Mit seiner Geliebten zeugt er 4 Kinder, Mutter und Schwester soll er vergiftet haben. In der Kirche jedoch greift er hart durch. Er gründet 1542 zur Kontrolle des Glaubens die berüchtigte Heilige Römische Inquisition. Er sagt, wenn mein Vater ein Ketzer wäre, ich selbst würde das Holz für seinen Scheiterhaufen zusammentragen. Was kann die Inquisition tun gegen diese protestantische Pest, die sich in Windeseile ausbreitet? Was kann sie tun gegen all die Bücher, die den gefährlichen Virus verbreiten? Der Vatikan schreibt eine schwarze Liste, den Index der verbotenen Bücher. Ganz oben auf der Liste steht die Bibel selbst, auf Deutsch und anderen Volkssprachen. Doch die Flut protestantischer Bücher steigt und steigt. Die römische Inquisition bemerkt schnell, dass ihre schwarze Liste nicht ausreicht. So geht der Vatikan noch einen Schritt weiter. 1571 nimmt die Indexkongregation ihre Arbeit auf. Eine Instanz, die nun Bücher für die nächsten 400 Jahre kontrolliert und auch verbietet. Die vatikanische Buchzensur ist institutionalisiert. Es ist die Zeit, in der weltliche und kirchliche Autoritäten, egal welcher Konfession, über das Denken jedes Einzelnen bestimmen. Heute sieht das natürlich anders aus. Wir haben uns die Meinungsfreiheit erkämpft. Nicht überall in der Welt und immer wieder gibt es auch Streit und Zweifelsfälle. Aber es steht bei uns in der Verfassung und im Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt. Natürlich gibt es auch immer wieder Streit und Zweifelsfälle, aber der edle Grundsatz bleibt: Weder der Staat noch die Kirche haben das Recht, ihre Bürger zu kontrollieren, zu gängeln oder zu unterdrücken. Nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts mit Millionen von Toten werden die Vereinten Nationen gegründet zur Wahrung des Weltfriedens. 1948 unterzeichnen 185 Staaten die Menschenrechtskonvention der UNO, darunter auch Artikel 19. Er garantiert das Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit. Doch die Hälfte der Unterzeichner hält das bis heute nicht ein. Im Gegenteil. Tausende Journalisten wurden seither getötet oder sitzen in Gefängnissen. Trotzdem war es nie so einfach, Wissen zu erlangen und zu verbreiten. Radio, Fernsehen, Handy, Zeitungen gehören heute zum Alltag. Und weltweit nutzt 1 Milliarde Menschen das Internet. Leider kann man diese Freiheit auch missbrauchen. Gilt sie auch für den, der zu Hass und Gewalt aufruft, oder für den, der in Wort, Bild und Schrift für den Missbrauch von Kindern Reklame macht? Rufen wir da nicht auch gleich nach dem Zensor? Was also kann der Staat tun, um seine Bürger zu beschützen, ohne das hohe Gut der Meinungsfreiheit zu beschneiden? Wir fragen Frau Monzen-Engberding, Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien: Wird hier zensiert? Die Bundesprüfstelle übt überhaupt keine Zensur auf, sondern hat lediglich die Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor sie gefährdenden Medien zu schützen, was übrigens ein Grundrecht der Kinder und Jugendlichen ist. Die Bundesprüfstelle beschäftigt sich sehr viel mit antisemitischen Inhalten, mit rassistischen Inhalten, mit Inhalten, die den Nationalsozialismus verherrlichen oder verharmlosen oder die extrem gewalttätig sind. Insofern hat sich auch die Arbeit der Bundesprüfstelle in den letzten Jahren sehr gewandelt. Wir haben fast überhaupt keine Bücher mehr, über die es zu entscheiden gilt, sondern ausschließlich neue Medien, wie zum Beispiel Internetangebote, Video- und Konsolenspiele und Filme. Doch was ist für wen gefährlich? Und wer kann das entscheiden? Ist es in der Demokratie der Staat? Oder sind es die Medien?
Wo ist die Grenze zwischen Information und Voyeurismus, zwischen Schutz und Einschränkung der Meinungsfreiheit? Es wäre scheinheilig zu sagen, nein, es gibt heute überhaupt keine Zensur mehr. Aber natürlich nicht in der Form wie früher, dass die Obrigkeit entscheiden könnte, was der Bürger sehen, lesen oder hören darf und was nicht. Aber manchmal bitten uns die Behörden, bestimmte Informationen bei Geiselnahmen, bei Erpressungen jetzt noch nicht zu veröffentlichen, weil einfach Leben in Gefahr ist. Oft schicken uns Terroristen ihre Videos mit den grausamsten Bildern, um Panik auszulösen in der Bevölkerung und Druck auszuüben auf die Regierung. Was soll man tun? Man muss sich entscheiden. Es sind keine Befehle, es nicht zu tun. Ich selbst erinnere ich mich, dass ich einmal Zensur ausgeübt habe, als Deutschland sich am Kosovo-Krieg beteiligen wollte. Es war entschieden. Und das Verteidigungsministerium drängte, wir sollten bestimmte Videos von bestimmten Grausamkeiten auf dem Balkan doch endlich den Zuschauern zeigen. Und ich habe gesagt, nein, das tun wir nicht. Ganz einfach, weil diese Bilder zu grausam waren. Abgerissene Arme, Beine, abgerissene Köpfe. Aber manchmal kann man zu vorsichtig sein und manchmal ist die Entscheidung auch falsch. Die ideale Entscheidung in solchen Fällen, die gibt es nicht. In Demokratien wird man sich ständig dem Thema Zensur und Meinungsfreiheit stellen müssen. Im 16. Jahrhundert glaubt die Kirche, die ideale Lösung gefunden zu haben. Die Index-Kongregation veröffentlicht auf sogenannten Bandi, was im Namen des Papstes nicht gelesen werden darf. Die Verbotsdekrete werden an die Türen der großen Kirchen Roms geschlagen. Wer als gläubiger Katholik diese Bücher trotzdem liest oder auch nur besitzt, der sündigt schwer. Ihm droht schon auf Erden die soziale Ausgrenzung. Drucker der verbotenen Bücher verlieren sogar ihre Arbeit. Noch schlimmer für einen Gläubigen ist die Exkommunikation, der Ausschluss aus der Kirche und der Verlust des Seelenheils. Dem Sünder droht nun nicht mehr der Scheiterhaufen, der Brand wird ins Gewissen verlegt. Jeder Einzelne muss jetzt entscheiden, ob er der Versuchung, verbotene Bücher zu lesen, widersteht. Was einen armen Sünder im Jenseits erwartet, predigen die Geistlichen von der Kanzel. Und er öffnete den Schacht des Abgrunds. Da stieg Rauch aus dem Schacht auf, wie aus einem großen Ofen. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken über die Erde. Und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie Skorpione haben. Es wurde ihnen befohlen, die Menschen nicht zu töten, sondern nur zu quälen. 5 Monate lang. Das erste Wehe ist vorüber. Aber noch 2-mal wird das Wehe kommen. In der ewigen Verdammnis erwarten den Katholiken nach Vorstellung der Zeit endlose Höllenqualen. Martin Luther für die Päpste gefährlich war, na gut, das leuchtet selbst den Protestanten ein. Aber was ist an einem Naturwissenschaftler so gefährlich, der in den nächtlichen Himmel schaut? Was hat denn die Anordnung des Kosmos mit dem Seelenheil des Menschen zu tun? Warum wurde der berühmteste Naturwissenschaftler seiner Zeit von der Inquisition verfolgt? Warum, Herr Professor Wolf, durfte Galileo Galilei denn nicht seinen Verdacht publizieren? Es könnte sich die Erde um die Sonne drehen und nicht umgekehrt. Weil es eben da in erster Linie nicht um eine naturwissenschaftliche Frage geht. Es ist vielleicht sogar sekundär, ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne sich um die Erde. Nein, es geht darum, dass die Aussage Galileos möglicherweise der Heiligen Schrift widerspricht. Und wenn die Schrift in der Frage der Kosmologie irrt, irrt sie vielleicht auch sonst.
Und das ist natürlich die Herausforderung für die Kirche. Es geht also wieder wie bei Martin Luther um nichts anderes als den Glauben. In der Bibel steht: Damals redete Josua mit dem Herrn und er sprach: Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen. Für die Kirche ist damit der Fall klar. Wenn man den Lauf der Sonne aufhalten kann, dann ist sie es, die sich um die Erde bewegt. Guarda. Il sole sta fermo e la terra si muove. Galileo Galilei ist anderer Meinung. Für ihn steht fest, die Erde dreht sich um die Sonne und nicht umgekehrt. Im Jahr 1616 stellt der Vatikan klar, die Erde steht im Mittelpunkt des Kosmos, weil es so in der Bibel steht. Galileo gerät ins Visier der Inquisition. Solange er seine Erkenntnisse nur als Hypothese verbreitet, wird ihm nichts passieren. Spricht er aber von Wahrheiten, wird ihn die Kirche verfolgen. Galileo gehorcht 15 Jahre lang. Dann schreibt er sein Buch Dialog über die beiden Weltsysteme. Er legt es dem Papst vor mit Bitte um Druckerlaubnis. Sie wird ihm erteilt. Ein schwerer Fehler. Der Papst hatte nicht bemerkt, dass Galileo hier seine Theorie beweist. Jetzt wird ihm, dem Tiefgläubigen, der Prozess gemacht. Galileo soll verhört werden, wenn nötig auch mit den Methoden der Folter. Will er nicht wegen Ketzerei verurteilt werden, muss er seine Erkenntnisse widerrufen. . 1633 schwört Galileo in Rom seine Lehre feierlich ab. Ich habe also einen Irrtum begangen, und zwar, wie ich bekenne, aus eitlem Ehrgeiz, reiner Unwissenheit und Unachtsamkeit. Für den Rest seines Lebens steht Galileo unter Hausarrest. Sein Buch wird auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Er ist der berühmteste Fall von Zensur. Bis heute bewegt er die Gemüter. Hier in Castel Gandolfo sitzen die Astronomen des Vatikan. Im Auftrag der Päpste blicken sie ins All. Es sind die vatikanischen Wissenschaftler, Jesuiten, die den Fall Galileo neu aufrollten. Pater Juan Casanovas ist einer von ihnen. Wer um wen kreist, war auch den Päpsten längst bekannt. Doch kann die Bibel irren? Mit einer Antwort lässt sich der Vatikan Zeit und nennt es dann ein Missverständnis. Che gli teologi non hanno studiato la interpretazione della Sagrada Scrittura fino molto tardi. Die Theologen haben sehr lange gewartet, diese Stelle der Heiligen Schrift neu zu interpretieren. Es waren wir Astronomen, die sie dazu zwangen. Und die Theologen haben sehr lange gebraucht, ihren Fehler zu akzeptieren. Das ist meine Meinung. Die Theologen waren ja gar nicht interessiert an dem Problem, das wir Astronomen hatten. Ob sich jetzt die Sonne um die Erde dreht oder umgekehrt, war ihnen im Grunde egal. . 1992 ist es soweit. Im Vatikan bewegt sich etwas. Ein tragisches, gegenseitiges Unverständnis nennt Johannes Paul II. Den Fall Galileo. Die durch die jüngeren historischen Forschungen erbrachten Klärungen gestatten uns nun die Feststellung, dass dieses schmerzliche Missverständnis inzwischen der Vergangenheit angehört. Der Irrtum der Theologen von damals bestand am Festhalten an der Zentralstellung der Erde.
Der Heilige Geist wollte uns zeigen, wie wir in den Himmel kommen, nicht wie der Himmel im Einzelnen aussieht. Nach 400 Jahren, die Kirche sieht einen Fehler ein. Ist das erst der Beginn einer neuen Offenheit? Es war 1998, endlich, da öffneten sich die geheimsten aller Kirchenarchive. Es ist Josef Kardinal Ratzinger, der als erster den Keller der Inquisition aufschließt. Der Chefhistoriker des Papstes, Walter Brandmüller, weiß warum. Ja, nun, es ist ja in der Geschichtswissenschaft seit Jahrzehnten ständig lamentiert worden, dass dieses wichtige Archiv der Forschung unzugänglich sei. Nun, irgendwann ist man dieser Klagen auch müde geworden und hat die Belange des Personenschutzes und des Datenschutzes dem Interesse an theologiegeschichtlicher Forschung untergeordnet. Und nun galt natürlich auch für das Index- und Inquisitionsarchiv der Grundsatz von Leo XIII. Non abbiamo paura della pubblicità dei documenti. Wir fürchten uns nicht vor der Veröffentlichung unserer Archive. Endlich. Wissenschaftler bekommen Zugang zum bestgehüteten Geheimnis des Vatikan. Hinter dieser Tür schlummert abendländische Kulturgeschichte. Ein Friedhof der Literatur, die den Geist Europas ausmacht. Lessing, Kant, Tolstoi, Friedrich der Große, aber auch Simone de Beauvoir und Sartre. An die 6000 verbotene Bücher. Seit Jahrhunderten schlummern hier unzählige verstaubte Gutachten und Urteile der Index-Kongregation. Sie hüten die Geheimnisse eines der dunkelsten Kapitel der Kirche. Ich bin in meinem Journalistenleben schon in allen Ecken der Welt gewesen und doch gibt es geheimnisvolle Orte, an denen ich noch nicht war. Zum Beispiel hier, wo die Protokolle der Weisheit und der Irrtümer von Jahrhunderten lagern. Wer wurde verboten? Und wer nicht? Und warum? Wovor hatten die Päpste wirklich Angst? Verfolgen wir es mal an einem Fall, bei dem es um nichts weniger geht als um die Frage, wie entstand eigentlich unsere Welt? Im ersten Buch Mose steht: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Es wurde Abend, und es wurde Morgen. Dann sprach Gott, das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich. Der britische Naturwissenschaftler Charles Darwin ist anderer Meinung. In seinem gewaltigen Werk Über den Ursprung der Arten zeigt er 1859, dass sich die Arten auf der Erde im Laufe der Evolution entwickelten. Daraus folgt auch, dass Mensch und Affe einen gemeinsamen Ursprung haben. Also Charles Darwin, sein Name muss doch nun mit dicken Lettern im Index stehen. Ja, Herr von Lojewski, da werden Sie eine kleine Überraschung erleben, denn in dieser schwarzen Liste, dem Index Librorum Prohibitorum,
steht Darwin nicht drin. Ja. Darwin Erasmus, das ist der Großvater, aber Charles Darwin steht nicht drin. Das muss jetzt noch nicht heißen, dass es keinen Fall Darwin gegeben hat, denn es wurden nur die ausdrücklichen Buchverbote im Index publiziert. Meine Mitarbeiter und ich haben aber die ganzen Akten durchgearbeitet. Es gab nie einen Fall Charles Darwin. Aber es gibt hunderte von Fällen katholischer Darwinisten. Also immer dann, wenn ein Katholik versucht, die biblische Schöpfungsgeschichte und den Evolutionismus von Darwin in eins zu denken, dann wird's zu einem Fall hier. Und da haben wir einen wunderbaren, interessanten Fall gefunden. Pater John Zahm ist Geistlicher und Lehrer der University of Notre Dame in Amerika. Als Geistlicher glaubt er an die Heilige Schrift. Als Lehrer vertritt er die Thesen Darwins. So versucht er, die Schöpfung evolutionistisch zu lesen, also als eine Entwicklung. Meere, Pflanzen, Tiere bis hin zum Menschen entstehen in einem Prozess. Für ihn besteht kein Widerspruch zwischen Bibel und Darwin. Sein Buch Evolution und Dogma wirbelt im fernen Rom Staub auf. Dort sieht man die Schöpfungsgeschichte in Frage gestellt. Ja, unsere Suche nach der Akte Pater Zahm beginnt. Verstaubt und unentdeckt liegt sie über 100 Jahre im Keller des Heiligen Offiziums. Tja, dann gucken wir doch mal nach dem Fall Zahm. Joi, was da alles drin ist. Zeitungsausschnitte. Ja, komplette Sammlung Briefe. Von Akten. Und jetzt hier ja. Haben wir sozusagen eine Beschlussformulierung zu dem Fall Zahm, Evolutionismo. Ja. Da, Damnatione, das hast du, den haben sie also verboten, verurteilt. Ja, da schauen wir mal. Also die haben das mal vorgeschlagen, aber dann müsste er ja auf diesem Verbotsplakat draufstehen. Ja. Und wenn wir das jetzt mal anschauen, das ist nämlich hier beigebunden. Ja. Das ist die besagte Sitzung. Okay. Sehen Sie mal, da haben wir zwar Emil Zola, aber kein Zahm. Wir wissen in dem Fall auch genau warum, weil wir den Bericht der Kongregation an den Heiligen Vater haben. Und dort wird dem Papst also berichtet, dass man sehr ausgiebig über den Fall diskutiert hat, dass an sich klar ist, dass ein Katholik eine solche Position wie die Darwinsche nicht vertreten darf. Deshalb steht hier, man soll es eigentlich verbieten. Ja. La proibizione. Ma che il decreto non fosse pubblicato. Aber man wollte dem Zahm die Möglichkeit geben, dass er sich unterwirft. Dann würde man auf die Veröffentlichung dieses Verbots verzichten. Wie würde man auch dastehen in den USA mit einem solchen Verbot? Aber für die Kardinäle ist klar, eine solche These darf man nicht vertreten, denn wir stammen nicht vom Affen ab. Also, nach der Kirche, bleibt der Mensch die Krone der Schöpfung. Zahm hat sich unterworfen. Aber wie ist die Welt entstanden? Heute glauben viele Amerikaner an die Schöpfungsgeschichte, wortwörtlich. Diese strengen Christen sind oft auch Kreationisten. Sie bestreiten die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften zur Entstehung der Welt. In Deutschland sind es weniger, noch Tendenz steigend. Der christliche Fundamentalismus ist auf dem Vormarsch. Und die Frage nach der Erschaffung der Welt bleibt brisant. Und was sagt der Vatikan heute? Ist man nicht doch zu Gesprächen, zu Kompromissen mit der Naturwissenschaft bereit? Wir fragen nach. Die Welt ist sicherlich nicht in 7 Tagen von Gott geschaffen worden, in der bekannten Reihenfolge,
In 6 Tagen, muss ich sagen, nicht? Denn am 7. Tage hat Gott geruht. Das ist keine naturwissenschaftliche Abhandlung, sondern eine Glaubensaussage. Es geht nicht darum, wie Gott die Welt erschaffen hat. Das überlassen wir den Physikern, Biologen etc. Es geht darum, dass Gott die Welt erschaffen hat. Mit den Naturwissenschaften hat der Vatikan gelernt zu leben. Doch es gibt noch viel Streit um Wissenskontrolle und um die Deutung der Welt, um Glaube und Wahrheit. Viele Kämpfe hat die Kirche verloren, viele Sünden begangen. Und erst im Jahr 2000 bittet Johannes Paul II. Öffentlich um Vergebung. Lasst jeden von uns zur Einsicht gelangen, dass auch Menschen der Kirche im Namen des Glaubens und der Moral in ihrem notwendigen Einsatz zum Schutz der Wahrheit mitunter auf Methoden zurückgegriffen haben, die dem Evangelium nicht entsprechen. In manchen Zeiten der Geschichte haben die Christen bisweilen Methoden der Intoleranz zugelassen. Indem sie dem großen Gebot der Liebe nicht folgten, haben sie das Antlitz der Kirche, deiner Braut, entstellt. Erbarme dich deiner sündigen Kinder. Eine Kirche hat gesündigt und bittet um Vergebung. Aber wofür? Nur für die lange Liste der Bücherverbote oder auch für unseren armen Müller und all die anderen, die auf dem Scheiterhaufen sterben mussten. In unserer nächsten Folge rücken wir näher an unsere Zeit heran. Im Vatikan liest man Heinrich Heine. Wurden die Werke von Karl Marx verboten und kam Adolf Hitlers Mein Kampf auf den Index der verbotenen Bücher? Thank you.